Man geht davon aus, dass am Beginn unseres Sonnensystems, nahe der Sonne und in der protoplanetaren Scheibe, alles Material mehr oder weniger vollständig evaporiert war, das heißt in der Gasphase war. Die kühlt dann ab und nach kondensieren Minerale Festphasen darin aus. Und diese Kondensation ist einmal hier in dieser Kondensationssequenz dargestellt. Es gibt nun zwei Möglichkeiten dieser Kondensation. Einmal können Minerale kondensieren und die reagieren wieder vollständig mit der Umgebung zu neuen Mineralen. Das nennt man dann Gleichgewichtskondensation. Oder die Minerale, die kondensiert sind, reagieren nur zum Teil mit der Umgebung oder gar nicht mit der Umgebung. Das nennt man dann eine fraktionierte Kondensation und die ist hier dargestellt. Auf der Y-Achse ist die Temperatur dargestellt, die von oben nach unten abnimmt. Und dann auf der X-Achse hier ist der Fraktionierungsgrad dargestellt. Und zwar logarithmisch. Wir haben jetzt hier ganz auf der linken Seite einen Fraktionierungsgrad von praktisch 0, sehr nahe 0. Das heißt, die Sequenz, die wir hier beobachten, die hier runtergeht, entspricht mehr oder weniger einer Gleichgewichtskondensation. Und damit fangen wir jetzt mal an. Was passiert da? Also zuerst entstehen aus den refraktären Elementen Calcium, Aluminium, entsprechende Phasen, das ist sowas wie Korund, Hibonit, Melilit, Spinel und so weiter. Das sind typische refraktäre Phasen, die wir nachher beispielsweise in CAIs auch finden können. Die haben eine Häufigkeit vielleicht einen Faktor 10 unterhalb von den Hauptelementen Magnesium, Silizium, Eisen. Entsprechend kommen diese Phasen dann auch um diesen Faktor seltener vor, ein paar Prozent typischerweise in Meteoriten. Daran schließen sich dann die Hauptelemente an, die dann in den entsprechenden Mineralen kondensieren. Das ist sowas wie Forsterit, der liegt hier oben, also diese orangefarbene Linie ist der Forsterit, Diopsid, Enzatit, also die Pyroxene fangen hier an mit zuerst ein bisschen Calciumpyroxen und dann die Linien, die hier noch dazwischen sind, sind dann noch Feldspäte, hier Anotit und Albit. Also das sind die Linien, die hier so ein bisschen dazwischen liegen. Also die kommen alle relativ in einem sehr engen Intervall, zuerst sowas wie Diopsid, Olivin, Pyroxen und dann die Feldspäte. Und auch Metall, also Eisen als Eisennickel. Erst sehr viel später kommen dann die schwefelhaltigen Phasen, hier ist Troilit und Spinel ist natürlich nicht schwefelhaltig, ist ein anderer Spinel, das ist ein magnesiumreicher Spinel. Hier oben haben wir einen aluminiumreichen Spinel. Und dann ganz hier unten kommen dann noch wasserhaltige Phasen. Also das wäre zunächst mal hier diese praktisch Gleichgewichtskondensation. So, was passiert jetzt, wenn wir hier den Fraktionierungsgrad erhöhen? Und dann sieht man, dass zunächst mal relativ lange nichts passiert. Beziehungsweise hängt natürlich mit der Skalierung hier zusammen. Und bei circa sowas wie 0,2-0,3% fängt es dann an, dass sich was ändert. Und die Hauptänderung findet statt zwischen vielleicht diesen 0,2 und vielleicht sowas wie 3%. Also in diesem Intervall hier haben wir die Hauptänderung, sehen wir die Hauptänderung in der Kondensationssequenz hier. Sehr auffällig ist beispielsweise, dass SiO2 auftritt, also Quarz oder Cristobalitritimid in einer anderen Modifikation. Und tatsächlich sehen wir das auch. Also wenn wir Kontron angucken, sind in seltenen Fällen, aber man kann manchmal einen leichten schmalen Kranz von SiO2 um diese Kontron sehen. Wie gesagt, das ist relativ selten. Was man aber sieht, sind auch siliziumreiche Chondren. Und die siliziumreichen Chondren brauchen praktisch auch eine Zugabe in irgendeiner Form von beispielsweise vielleicht Quarz oder sonst irgendwas, der noch dort mit reingemischt wird, damit die überhaupt so siliziumreich werden können. Das heißt, man sieht dort nicht mehr direkt so einen Kranz außenrum vielleicht, der aus einer direkten fraktionierten Kondensation kommt, wahrscheinlich mit Olivin im Kern, Pyroxen und Quarz, was man manchmal beobachtet. Aber man sieht auch Chondren, die bestehen aus Pyroxen und Quarz, gemischt in zwei entmischten Phasen beispielsweise, und die brauchen auch praktisch diesen Quarz, der hier durch diese fraktionierte Kondensation überhaupt erst entstehen kann, oder eben ein einfach Silizium angereicherter Nebel. Andere Phasen, die auftreten können, sind zum Beispiel Ultramid, beobachtet man in sowas wie Enzatit-Chondriten.
Also diese fraktionierte Kondensation kann tatsächlich oder braucht man tatsächlich, um manche Beobachtungen in gerade Chondren eben zu erklären. Und ich will das vielleicht einmal, weil es auch ganz wichtig ist, ein bisschen genauer darstellen. Also wenn man hier die Festphase hat, dann kondensiert hier Olivin mit einem Magnesium-Silizium-Verhältnis von 2, Pyroxen mit einem Magnesium-Silizium-Verhältnis, wenn es jetzt N-Statit ist, von 1. Dann haben wir hier eine Gasphase und das solare Magnesium-Silizium-Verhältnis ist 1,05. Das heißt, wenn man hier bei Olivin am Anfang viel Magnesium entzieht, ja, Magnesium-Silizium von 2 heißt das viel Magnesium, dann hat man eine Gasphase, ein hohes Silizium. Wenn man dann N-Statit entzieht, dann bleibt das Silizium hoch, weil der Magnesium-Silizium im gleichen Verhältnis entzogen wird, sodass man schließlich, wenn man hier ankommt, wenn hier die Temperatur abnimmt, wenn man hier ankommt, hat man immer noch Silizium übrig und daraus kann sich dann eben bei einer Fraktionierung, das heißt, wenn der anfängliche Olivin hier nicht komplett zu Pyroxen reagiert, sondern was von dem Olivin übrig bleibt, was der Fall ist, wir beobachten ja viel Olivin, dann kann sich eben zum Schluss hier tatsächlich dieses SiO2 bilden. Und das ist genau wie diese fraktionierte Kondensation hier eben funktioniert, dass dort dann das SiO2 auftreten kann. Ja, dass hier das SiO2 auftreten kann. Das heißt, diese fraktionierte Kondensation ist, oder wenn wir das frühe Sonnensystem angucken, die Meteorite angucken, Chondren angucken, dann sehen wir da ganz klare Belege, dass fraktionierte Kondensation abgelaufen ist im frühen Sonnensystem und keine Gleichgewichtskondensation, was ja an sich auch zu erwarten war. Aber hiermit lässt sich es eben auch eindeutig belegen.